das schon mal angekündigt, dass ich was machen wollte zum Thema Seven versus Wild. Er guckt es jetzt sicher, weil er die Serie kennt. Ganz am Anfang möchte ich schon mal sagen, Hut ab vor den Leuten, die sich da der Herausforderung gestellt haben. Ich sehe das allerdings von einer anderen Warte, von der Prepper-Warte. Warum Hut ab? Es gibt da einige Leute, die in die Kommentare schreiben, das ist nichts anderes wie Picknick. Da kann ich nur sagen, wer schon mal draußen war, mehr als nur einen Overnighter gemacht hat oder mal zwei Tage im Stück, der weiß, wie schwierig das ist. Und die Leute, die rausgehen und so einen Overnighter machen, die nehmen sich meistens Papierdosen und zu essen mit und die haben es dann relativ bequem und behaglich. So eine Nacht ist es gar nichts, Leute. Also meckert nicht rum, das ist wirklich eine Leistung, da draußen so lange zu verbringen. Und egal, wann die Leute dann ausgeschieden sind, die haben ihre Leistung gebracht. Auch wenn es mal eine panische Reaktion war, weil einem etwas auf den Kopf fällt und man eine Platzwunde hat. Wenn man das nicht beurteilen kann, dann sollte man auch das abbrechen, bevor man dann ein Problem kriegt. Jetzt komme ich zu den anderen Sachen. So als Prepper, ich habe die ersten Folgen habe ich mir alle ganz angeschaut, so bis zur Folge 10. Also durchgängig, ohne hier ein bisschen vorzuspulen. Ab Folge 10 habe ich dann eigentlich so immer passagenweise vorgeklickt, weil ich schon in den ersten 10 Folgen gesehen habe, dass ein Prepper so nicht vorgehen würde. Okay, ein Prepper, der geht ja nicht ohne Ausrüstung raus, der hat sich ja vorbereitet. Das kommt ja von dem Wort to prepare, also ein Prepper ist vorbereitet und er würde nie hier mit nur so wenig Ausrüstung rausgehen. Kann aber auch passieren, dass er dann seine Ausrüstung verliert. Im Bugout-Fall, also wenn wirklich eine Krise wäre und irgendeine Gruppe nimmt ihm sein Gepäck ab und er hat dann wirklich nichts mehr, aber dann hat er halt nichts mehr, ne? Gar nichts mehr. Oder aber er hat dort, ist im Auto unterwegs in so einer unwirklichen Landschaft, wo dann wenig Bevölkerung ist und bleibt liegen, wenn er liegen bleibt. Vielleicht hat er dann auch wirklich nur so ein EDC dabei oder so ein Get-Home-Pack. Aber er hätte zumindest ein paar andere Sachen schon vorab recherchiert. Wenn ich in so ein Land wie Schweden gehe, dann informiere ich mich vor über die Fauna und Flora vor Ort. Und wenn ich dann sehe, dass manche Leute nicht mal einen Birkenpilz oder einen Steinpilz erkennen und sagen, naja, bevor ich die esse, wenn man da schlecht wird, muss ich abbrechen. Leute, also zum Überleben gehört auch dazu, dass man sich über die Gegebenheiten vor Ort mal informiert. Wenn ich irgendwo in den Urlaub fahre, dann mache ich das auch als Prepper. Ich informiere mich, wie sind dort die Zustände, die sozialen Gegebenheiten, was finde ich davor an Pilzen, an Beeren, gibt es da überhaupt Brennnesseln? Wie zum Beispiel, ja, da hieß es ja, es gibt keine Brennnesseln. Klar, da oben ist es zu kalt für Brennnesseln, Leute. Nichtsdestotrotz, eine super Leistung, so lange dann durchzuhalten. Vor allem der eine, der hier auf alles verzichtet hat, bis auf so Minimalist-Ausrüstung. Es hat mich echt gewundert, dass er so lange bei den Temperaturen durchgehalten hat. Wie gesagt, ein Prepper würde immer versuchen, mit der maximal besten Ausrüstung rauszugehen und dann sich, so lange wie es geht, draußen über Wasser zu halten. Was ich wirklich schlecht finde, ist, dass die Leute so über die Serie herziehen. Die haben selbst sowas wahrscheinlich noch nie gemacht, aber meinen, sie würden es besser können. Dann versucht es doch mal. Versucht es doch mal. 5 Tage, nur 5 Tage. Mit minimaler Ausrüstung das gleiche zu machen wie die. Ob Survival Martin oder die anderen. Egal wer es ist, die haben das top gemacht und lange durchgehalten. Eines der Leitfaden oder ein Leitfaden der Prepper ist ja, sich entsprechend viele Kenntnisse anzueignen. Und dazu gehört es nochmal, sich über vieles zu informieren. Buschkrafter, der kann gut Feuer machen, er kann Bowdrill und Feuerdrill und mit Feuerstein, Stahl und Zunder Feuer machen, das können die Prepper auch. Aber da liegt nicht ihr Hauptaugenmerk drauf, sondern eben auf Beobachtung und Vorbereitung. Und dann kommt man auch besser durch eine Krisensituation. Wenn ich schon mal weiß, wo der Notausgang ist, im Hotel mache ich das genauso, das erste, was ich mir anschaue, ist, wo hängt der Feuerlöscher,
die Tafel, wo ist der Notausgang. Ja, das wird Routine. Und das haben die Leute, die halt sowas machen wie bei Seven Service Wild, nicht intus. Die kommen ganz aus einer anderen Ecke. Das kann man nicht vergleichen. Es ist auch unfair von mir, wenn ich sage, die haben es nicht gut gemacht. Das sage ich auch nicht, die haben es gut gemacht. Was ich sage ist, ein bisschen mehr Theorie, ein bisschen mehr theoretische Vorbereitung und Recherche hätte für den einen oder anderen Vorteile gebracht. Es gehört einfach dazu, ja. Dass da drüben in einem Erdreich nahe am See keine Würmer zu finden sind und keine Fischköder. Von irgendwas müssen die Fische doch leben, Leute. Irgendwo ist was zu fressen. Ich sage jetzt nicht, wo ihr suchen müsst. Könnt ihr selbst mal nachschauen, ob ihr da eine Lösung für findet. Aber auch die Idee, von vornherein ein Angelset mitzunehmen, war nicht schlecht. Klar, man hätte sich vielleicht eine gescheite Angel mit einer Rolle gewünscht. Da hätte man besser auf Raubfische gehen können. Die hatten zwar alle ein Stahlvorfach dabei, aber keine Möglichkeit, auf größere Raubfische zu gehen. Die kleinen Barsche, die man da fing, dafür braucht man kein Stahlvorfach. Das Hygieneset, naja, ich sag mal, wir Pepper würden auch etwas mitnehmen in die Richtung. Aber dann anders verpackt, so dass es halt dann nicht mit Wasser leidet und letztendlich dann nicht mehr zu gebrauchen ist. Auch wenn ich so die letzten Folgen nur durchgeskippt bin, würde ich mich freuen, wenn es eine Fortsetzung gibt. Vielleicht, ja, vielleicht bereiten sich die Leute dann noch ein bisschen besser drauf vor. Und ja, zwei Leute sind vielleicht auch mit ein bisschen Vorbelastung wie Magen und Darm da eingestiegen. Das kann man sich ja auch im Ernst von nicht aussuchen. Das ist klar, aber es ist halt eine wesentlich schwierigere Lage, als wenn ich da topfit und topgesund in so ein Event gehe. Als Prepper würde ich auch nie alleine in so eine Situation gehen. Außer ich muss. Also wie gesagt, wenn ich allein im Auto unterwegs bin, liegen bleibe, dann vielleicht. Ansonsten würde ich, wenn ich da gezielt rausgehe, immer jemand dabei haben. Man sollte nicht unterschätzen, wie die Einsamkeit auf einen wirkt. Die Leute haben es selbst gemerkt, es ist nicht so easy. Und das Buddy-System ist immer schon auch bei anderen Tätigkeiten, wie Tauchen und so weiter, ein Sicherheitssystem. Denn man kann nicht rund um die Uhr wach bleiben und aufpassen. Und man kann sich, wenn man zu zweit ist oder mit einer kleinen Gruppe unterwegs ist, die Arbeit teilen. Der eine holt Wasser, der andere holt Feuerholz. Das macht die ganze Sache viel einfacher. Gut, das ging hier nicht. Es war eine Challenge, wo man eben allein überleben musste. Aber ein Prepper würde sowas nicht machen als Challenge, weil es für ihn andere Prioritäten gibt, nämlich durchkommen. Das soll es eigentlich schon gewesen sein von meiner Seite. Da gibt es sicherlich noch viel zu ergänzen, aber Hut in dem Fall, Mütze ab von den Leuten, die das probiert haben. Aus meiner Sicht hätten sie es gar nicht besser machen können, außer sich eben ein bisschen mehr über die Gegebenheiten zu informieren. So, ciao, bis zum nächsten Mal.